schöpfen. Schön. Schnell was mitnehmen für die ersten Herren. Zweiter Spieltag, zweite Badminton-Bundesliga. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Attention zur Begegnung zwischen dem ATC Graz und Watt Simmering. Wir kommen. Wir kommen zur Spielervorstellung und beginnen bei den Gästen aus Wien. Wir begrüßen Philipp Drexler. Pascal Cheng. Wilson Watanirapel. Markus Schaller. Andreas Schneider. Katharina Hochmeier. Natalia Galova und Verena Strauß. Wir kommen zu den Spielern vom Heimteam vom ATC Graz. Wir begrüßen Christian Hartner. Heute zum ersten Mal in dieser Saison mit dabei Erik Seiwald. Wir begrüßen außerdem Richard Schneeberger, Jürgen Macher, heute sein Bundesliga-Debüt, zum ersten Mal dabei, Thomas Wiesler, und wir kommen zu den Damen. Wir begrüßen Nina Alma. Heute wieder im Einzel Karin Seebacher. Und fürs Damendoppel Irene Hohl. Außerdem begrüßen wir die beiden Schiedsrichter der Begegnung, Harald Schneeberger und Georg Krompers. So, wir starten jetzt rein mit den beiden Herren Doppeln auf Spielfeld 1. Das erste Herren Doppel, Erik Seiwald und Jürgen Macher gegen Philipp Drexler und Andreas Schneider auf Spielfeld 2. Das zweite Herren Doppel, Christian Hartner, Richard Schneeberger gegen Wilson Watanirapel, Markus Schaller. Viel Spaß.
Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen hier im Livestream. Ich darf Sie auch in dieser Saison wieder begleiten durch die Spiele, durch die Heimspiele des ATC Graz in der zweiten Badminton-Bundesliga und begrüße damit herzlichst zu dieser Begegnung zwischen dem ATC Graz und Watt Simmering. Ganz ähnlich wie im letzten Jahr, auch da war dieses Spiel zwischen ATC und Watt Simmering das erste Heimspiel. Damals war es der erste Spieltag der Saison, dieses Jahr ist es der zweite Spieltag. Die Vorzeichen, die haben sich ein bisschen geändert, Watt Simmering gerade bei den Herren mit einer richtig starken Aufstellung, Verstärkung, vor allem in der Neuzugang Philipp Drexler, haben wir schon in der Vielspielervorstellung gehört. Also, gleich geht's los mit den ersten beiden Herren Doppeln hier im zweiten Zweitbundesligaspiel zwischen ATC und Watt Simmering. Ja, ein 5:3 für die Grazer war es letztes Jahr, das Heimspiel am 15. Oktober 2022. Wie gesagt, die Vorzeichen, die sind etwas anders, ohne da jetzt den Teufel an die Wand zu malen. Watt Simmering hat am ersten Spieltag gleich mal den Bundesliga-Absteiger Watt Badminton Hernals Wien, also WBH Wien, geschlagen und das mit 6:2 und daran merkt man schon, dass es eine richtig gute Truppe ist. Auch der ATC ist ja mit einem 6:2 reingestartet beim Neuling bei ASKÖ Kieler Kärnten. Und jetzt geht es dann also los am ersten Feld mit Schneider Drexler gegen Seibold Macher und im zweiten mit Schneebecker Hafner gegen Batani Rappel Schaller. Sehr interessante Begegnungen. Sind auch, wenn ich es jetzt auf die Schnelle so überblicke, Begegnungen, die es im Doppel in der Bundesliga nicht gegeben hat, in den letzten 3 Saisonen, in denen der ATC Graz ja schon in der zweiten Badminton-Bundesliga gespielt hat. Und da ist der Weg auch immer über Watt Simmering gegangen. Wie gesagt, Simmering, oder habe ich ja nicht, noch nicht gesagt, dann sage ich es jetzt. Watt Simmering, die möchten natürlich aufsteigen, die möchten in die Playoffs für die erste Bundesliga kommen. Das ist mit dem Kader, den sie da haben, natürlich auch der Anspruch. Und demnach war das natürlich ein super Auftakt gegen WBH. Das 6:2. Ja, einige Zuschauer haben sich schon eingefunden. Starten wir rein in diese Saison, erstes von 5 Heimspielen für den ATC Graz gegen Watt Simmering. Erik Seibold den Aufbautakt noch verpasst, heute ist er mit dabei.
also gemeinsam mit Jürgen Macher in diesem ersten Duell hier auf dem ersten Court gegen Andreas Schneider und Philipp Drexler, der Neuzugang bei Bad Simmering. Und dann natürlich gleich auf 1 gesetzt in der Setzliste. Alle jetzt ganz leer ansonsten. Hat man auch nicht so oft. Natürlich, einige Zuschauer haben es schon ja geschafft. Auf den Bänken sitzen, einen guten Start sehen von Seiwald Macher. Schneider lässt den Ball ins Out und jetzt startet das Ganze auch. Am zweiten Spielfeld. Fünf, drei. Ah, 4-4. Der war noch in. Entschuldigung. Da haben wir schon mal die Qualität gesehen von Philipp Drexler. Der Smash. Auf Eric Seiwald. Ja, 6-4. Sie ziehen etwas davon. 4 Punkte in Folge für Drexler Schneider. Schauen wir mal aufs zweite Spielfeld. Da steht es 3-0 für Wilson Watani Rappel, Markus Schaller. Jetzt schreiben auch Christian Hartner und Richard Schneeberger das erste Mal an. Wichtig, da mal reinzukommen in diese Begegnung. Punkteserie geht weiter für Philipp Drexler und Andreas Schneider. 9-4. Auch da wieder schöner Punkt von Markus Schaller. Also Simmering zeigt mal das, was ich angedeutet habe. Das ist ein richtig gutes Team. Mit Ambitionen auf den Aufstieg. Fünf-10, wichtig, die Punkteserie mal wieder durchbrechen für Erik Seiwald und Jürgen Macher. Aber es geht in die Mittelpause, da haben sie es ordentlich krachen lassen. Die beiden Spieler der Wiener. So, schauen wir mal hier. 6-2. Der Vorsprung für Watani Rappel Schaller. Wir müssen noch reinkommen. Sie müssen noch reinkommen. Stop.
wieder kein Punkt. Weiter geht's im ersten Court. So, Service jetzt im Out leider von Jürgen Macher. 12-6. Ah, da ist der Punkt, sehr schön. Richard Schneeberger macht das wunderbar. 3-8. Aber Andreas Schneider vorne am Netz. Wechselt jetzt natürlich immer ein bisschen den Court hier. Sind zu 6. Klare Führung für Philipp Drexler und Andreas Schneider. Da wieder mal ein Punkt. Jürgen Macher. Sehr langer Ballwechsel auf Court 2. Das Ende für Wad Simmering. 10-3. Geht ja in dieser Saison wieder 3 Wiener Mannschaften in der zweiten Bundesliga mit Simmering, mit BBA Wien, mit VfC. Bedeutet natürlich für die Grazer Clubs auch 2 Auswärtsreisen. Führen Philipp Drexler und Andreas Schneider. Die ersten Satzbälle für Simmering, während das zweite Herrendoppel in der Mitgehenpause ist. ...21-8, ja. Das ist dann doch relativ schnell gegangen. Erster Satz zugunsten von Andreas Schneider und Philipp Drexler. 21-8. Das braucht es jetzt aus Sicht von ATC. Hier schnelle Punkte. Auch da der Start. Alles andere als erwünschenswert. Ist auch in der oberen Ecke gesehen. Irene Hohl und Karin Seebacher beim Coaching. Schauen wir rein in den Start des zweiten Satzes.
den ersten Punkt für die beiden Grazer. Für Erik Seiwald und Jürgen Macher. Ja, es ist natürlich so eine Punkteserie am Anfang. Kann einen Satz bis zum Ende beeinflussen, muss nicht. Aber es ist ein sehr starker Start der beiden Grazer. 13-7 der Spielstand am zweiten Court. 14-7 jetzt für Wilson Watani Rappel und Markus Schaller. Auch für den heute das Saisondebüt. War noch nicht dabei gegen WBH Wien. Ui. Da ist der Ball im Schläger hängen geblieben. Bei Andreas Schneider, kurzes Lachen. Aber schon geht's weiter. Okay, Ball reingeflogen. Von Quad 2. Also die Wiederholung des Punktes. Ja, 5-1 für Seiwald Macher. Entscheidung im zweiten Satz, im ersten Satz, am zweiten Feld. So schaut's aus. Bisschen Glück mit der Netzkante für Richard Schneeberger, aber der 10. Punkt, 10-15. Ja, und auch der fliegt rein von Christian Hartner. Zuschauerbänke füllen sich. Und das ist der 17. Punkt von Wesen Watani Rappel. Jetzt schon wieder ausgeglichen nach diesem Schnellstart von Jürgen Macher und Erik Seiwald. Und diesen war dann in Rappel wieder am Netz. Der das jetzt ganz stark macht in dieser Phase. Aber sie bleiben besser dran als im ersten Satz. So. Was passiert jetzt auf Court 2 im zweiten Herrendopp? Christian Hartner und Richard Schneeberger gegen Markus Schaller und Wilson Watani Rappel. Ja, Druck ausgeübt, dann kommt der Konter von Markus Schaller. 19-13. Ja,
Ach, der fällt rein und damit gibt es die 7 Satzbälle für Simmering auch im zweiten Herrentoppel. Mit der Pause im ersten Match und der erste Satz am zweiten Court ist auch vorbei. 21:13 gewinnen Wilson Watteny Rappel und Markus Schaller. Geht schon weiter. 12:9 wieder haben Philipp Drexler und Andreas Schneider etwas rausgeholt. Trotz eines guten Startes der Grazer, die geführt haben mit 5:1. Jürgenmacher, Erik Seibald. Kein Führungswechsel, leider aus Sicht des ATC. Kein Führungswechsel, es bleibt bei der Führung für Watzimmering. Den kurzen Ausgleich, den Gleichstand, den man hatte, hat man nicht nutzen können. Aber jetzt aus 14:12, auch der Ball im Out. Super gemacht von Jürgen Macher aus der Defensive raus. Der Punkt. Auch im zweiten Teil hat das Doppel begonnen. 3:1. 2:2 jetzt die Führung mal für Christian Hartner, Richard Schneeberger. Aber auch Philipp Drexler und Andreas Schneider, die marschieren jetzt schon in Richtung Sieg dieses Satzes, in Richtung ersten Punkt für Simmering. Die Führung. Für Schneider Drexler. Ja, an den Körper von Drexler. Ja, sie sind besser dran, viel besser dran als im ersten Satz. Erik Seibold, Jürgen Macher. Im ersten Satz. Sind sie dann ja doch relativ deutlich unter die Räder gekommen. 8:21.
befinden uns jetzt hier in der entscheidenden Phase des zweiten Satzes. Bad Simmering, einer der absoluten Aufstiegsaspiranten. Wir werden ja schauen, wie die Kräfteverhältnisse dann sind in dieser Saison. Die Kärntner, die natürlich neu drinnen sind. Auch VLC in den letzten Jahren. Meistens dann von diesen beiden Mannschaften zu schlagen gewesen. Hatte es gerade auch Diskussionen gegeben. Ja, dann bleiben vier Mannschaften vorne. Jetzt ist es aber vorbei. Hat er die Matchspiele gerade nicht als diese erkannt. Entschuldige mich dafür, weil ich mich da von Diskussionen verleiten lassen auf Court 2. Auf jeden Fall 21-8, 21-15. Philipp Drexler und Andreas Schneider gewinnen das erste Spiel, stellen damit auf 1-0 für den ATSE Graz. Dann doch eine relativ klare Angelegenheit im Endeffekt, vor allem wenn man sich den ersten Satz vor Augen führt. War schon eine Qualität von Bad Simmering, die man da gesehen hat. Geht jetzt gleich mit dem Damendoppel weiter. Da haben wir es schon. Auf der Anzeige in Almerin holt gegen Katharina Hochmeier und Verena Strauß. Ja, sie macht, sie sind dran. Schneeberger Christian Hartner. Aber dann kommen wieder diese Angriffe von Vatani Rappelschaller. Ähnlich wie auch im ersten Satz. Erster Punkt. Richard Schneeberger 8-10. Einmal draufgeknallt. Und das funktioniert. So, und da sind wir da auch in der Mittgenpause. Nach dem ersten Herrendoppel neuer Spielstand 1-0 für Bad Simmering. Auf Spielfeld 1 jetzt das Damendoppel Nina Alma, Irene Hohl gegen Katharina Hochmeier, Verena Strauß. Und liebe Zuschauer, bitte wenden Sie sich auch an unsere Tombola. Ein Los 2 Euro, 3 Lose 5 Euro. Thank you.
Ja, und damit geht's weiter. Gleich auch los mit dem Damendoppel. Zwischen Nina Almer, Rene Hohl und Katharina Hofmeier, Verena Strauß. Von Markus Schaller zum 13:9. Schneeberger, 11:13. Nicht viel, der Vorsprung von Wartemir Rappelschaller. Und da ist auch der Jubel. Los geht's auf Spielfeld 1, auf Court 1 mit dem Damendoppel. Ich frage natürlich, wie lange dauert es noch? Bis dann das Damen-Einzel beginnt, das ist dann auch nicht so leicht. Es gibt hier eine Verschiebung, das erste Herren-Einzel würde dann ja mit Christian Hartner stattfinden, deshalb hat man sich geeinigt, weil es auch die Konstellation gibt, dass eben beide Frauen, die Einzel spielen, nicht Doppel spielen, dass das Damen-Einzel vorgezogen wird. Karin Seebacher gegen Natalia Garova. Aber natürlich muss man dann schauen, ob es hier einen dritten Satz gibt im zweiten Herren-Doppel. Verändert natürlich auch die Vorbereitung der beiden Damen. Aktuell 14:13 für Vatani Rappelschaller. Und der Punkt von Christian Adner, Ausgleich, es steht wieder 14 beide. Und die Spannung jetzt drin in diesem zweiten Satz. Katharina Hofmeier, direkt ins Netz. Alleine vorne am Netz. Wann geht's rein? 15:16. Punkt für Hartner Schneeberger. 5:4 der Vorsprung für Katharina Hochmeier, Verena Strauß. Jetzt am Court 1 im Damendoppel. Es sind wieder plus 2 für Bad Simmering. Und der ist knapp draußen, Christian Adner. 18:15. 3 Punkte Vorsprung. Ja.
Punkt, Jubel groß in der Halle. War schon mal das Netzband dabei von den Gästen. Trotzdem der Punkt für Renate Sech. Markus Schaller, 19-16. Das Netzband auch mal mit für den ACC 17-19. Richard Schneeberger. Schöner Punkt. Ja, 18-19, es ist nur mal ein Punkt zwischen. Im Out und damit gibt es jetzt zwei Matchbälle für Wilson Watson Hirappel und Markus Schaller. Zwei Möglichkeiten, dieses Duell, dieses Match so zu machen, dass dann doch noch ordentlich spannend geworden ist. Im zweiten Satz vor allem. Aufgegangen von Richard Schneeberger, das ist der Erfolgsfaktor hier. Christian Adner mit dem Smash, 19-20, ein Matchball bleibt für Watt. Führen Katharina Hochmeier und Verena Stoss. Jetzt 10-9, aber wir fokussieren uns auf den zweiten Matchball von Markus Schaller und Wilson Watson Hirappel. Aber das Service ist in! Das Service ist in und damit 20 beide. Das sind natürlich auch Nerven. Das Service hier fliegen zu lassen. Nochmal was jetzt nicht an den Körper von Christian Adner, dritter Matchball. Für Markus Schaller und Wilson Watson Hirappel. Ja, und da haben sie es dann doch geschafft. 21-13, 22-20. Der Sieg für Wilson Watson Hirappel und Markus Schaller. Also 2-0 für Watt Simmering. Die beide Herrendoppel mitnehmen, auch wenn dieses Duell wirklich knapp war. Zuschauerinteresse groß, das ist schön zu sehen. Da reicht die Bank fast schon nicht mehr aus für den Bundesliga-Auftakt, für den Zweit-Bundesliga-Auftakt im Attention in dieser so außergewöhnlichen Halle hier in Graz, reine Badmintonhalle. Bedingungen sind dann vor allem im Winter immer ganz speziell hier. Ja, das ein bisschen am Rande. Wir sind wieder voll drinnen im Damendoppel.
Irene Woll, Nina Alma. Sind 10 zu 14 zurück gegen Verena Strauß und Katharina Hofmeier. Na, lang dabei, da mal drauf gehaut. Von Irene Woll, 11-14. Nach dem zweiten Herrendoppel der Spielstand 2:0 für Wad Simmering. Weiter geht's jetzt auf Court 2 mit dem Dameneinzel Karin Seebacher gegen Natalia Galova. Und liebe Zuseher, bitte vergessen Sie nicht auf unsere Tombola. +3, die Führung für Katharina Hochmeier, Verena Strauß. Genau, 14-16 und in Kürze gehen wir dann eben auch rein ins Dameneinzel. Habe ich alles schon erklärt, warum das jetzt schon stattfindet und damit das erste Einzelspiel als Dameneinzel. Was wir dann noch erleben, das ist dasselbe Prozedere wie immer in der Bundesliga. Drei Herreneinzel, also die beiden Herrendoppel zu Beginn, dann das Damendoppel, dann normalerweise die drei Herreneinzel, heute eben zuerst das Dameneinzel. Und dann zum Schluss das Mixed. Mach 8 Spiele. Aufteilung folgendermaßen: bei einem 8-0 und 7-1 4 Punkte für den Sieger, keiner für den Verlierer. Bei einem 6-2 und 5-3 3 Punkte für den Sieger, einen für den Verlierer. Und bei einem 4-4 bekommen beide Teams 2 Punkte. Wir sind in der entscheidenden Phase im Damendoppel. 18-15 für Simmering. Natalia Galova und Verena Strauß. Und jetzt gibt es die 5 Satzbälle für Simmering, für Hochmeier Strauß. Service dann allerdings im Out von Verena Strauß. Aber der Service von Irene holt zu kurz. 21-16. Damit der Sieg im ersten Satz für Wad Simmering auch hier. Und wir schon mal ins Dameneinzel. Letztes Duell, Karin Seebacher gegen Natalia Galova, war ein ganz enges. Hat Karin Seebacher gewonnen. 25. Februar
18, 21, 21, 16, 21, 17 für Karin Seebacher in Wien. Das war die letzte Begegnung dieser beiden Teams. Die hat Bad Simmering mit 5:3 gewonnen. Aber Natalia Galova, eine ganz junge Spielerin. Wirklich für das Einzel aufgebaut wird. Das sehen wir ganz selten, dass drei Frauen pro Team gleichzeitig am Court stehen. Zweiter Satz und damit Doppel beginnt. Ferine Holnina Alma nach dem ersten Satz, der eben verloren gegangen ist, 16:21. So, 9-7, Karin Seebacher. Die hat sich da jetzt schon mal einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet. Am Anfang immer wieder ein bisschen zurück gewesen. Wird sicherlich für beide ein sehr intensives Spiel. Das Damen-Einzel. Ja, guter Start für Hochmeier Strauß. 4:0. Auch der ist dann im Out. Natalia Galo war mit 10:9 jetzt vorne. Alles dann noch relativ gleich auf. So, und Nina Alma und Irene Hohl. Wichtig, dass da jetzt mal ein Punkt für die beiden rausschaut. 1:6. So eine Punkteserie gerade am Anfang ist nie angenehm. Wenn es dann noch einen Satz weitergeht und noch einen Punkt weitergeht und noch einen Punkt. Das ist wirklich schwierig zu durchbrechen, dieser Mechanismus. Von dem her aus Sicht der Grazerinnen extrem wichtig. Nina Alma hat schon einmal gegen Verena Strauß gespielt im Doppel, allerdings mit Martina Nöst beim Elite-Ranglisten und im März gegen Verena Strauß und Reka Saroji. Da in zwei Sätzen verloren zu 13 und zu 22. Das erste Spiel gegen Verena Strauß, gegen Katharina Hochmeier, haben beide schon einmal gewonnen. Und das gemeinsam. Bei der letzten Begegnung zwischen dem ATSE und Bad Simmering hier im Doppel gegen Katharina Hochmeier und Sophie Massetti. Und zu 16 und zu 17.
13 Beide der Spielstand im Damen-Einzel. Ja, 14. Das ist schon schwierig aufzuholen. Aus Sicht der Grazerinnen. Und die Mid-Game-Pause jetzt also mit 11:4 für Katharina Hochmeier und Verena Strauß. Fünfte 14 führt Natalia Galova im Dameneinzel. Die einzige Begegnung der beiden gegeneinander habe ich erwähnt. Die war letzten Februar in Wien. Und auch da war es so hart umkämpft, wie es heute mal ausschaut. Dann um die bessere Nerven geht vielleicht auch. 16:15 führt Galova. Die Slowakin. Ansonsten, das ist ja das, was auch der ATC immer erwähnt, da kommen wirklich alle Spieler hier aus der Steiermark. Teilweise sind das natürlich Leihspieler, Nina Alma und Jürgen Macher, die ursprünglich eben bei Artus Weiz ausgewandt sind, aber auch viele Eigenbauspieler sozusagen hier bei ATC Graz. Achtzehn Beide. Katharina Hochmeier, Verena Strauß schon mit 15:5 vorne. Das ist dann natürlich schon ein klarer Vorsprung. Der ist zu weit von Natalia Galova und damit führt Karin Seebacher jetzt mit 19:18. Entscheidung in diesem Satz. Rück näher. Ausgleich 19 Beide. Und 18:5 steht jetzt schon für Hochmeier Strauß. Karin Seebacher, der war im Out. Und damit gibt es Satzball für Natalia Galova. Aber der sitzt. 20 Beide. Oje, es gibt Oje aus Sicht des ACC. Und es gibt nämlich schon die Matchbälle für Hochmeier Strauß. 20:5. Ja, noch nicht, aber jetzt gibt es auch Salzball für Karin Seebacher. Und der ist zu weit und das ist der erste Satz für Karin Seebacher. Gleichzeitig ist aber auch das Damendoppel vorbei. 21:16 und 21:6. Das Ergebnis für Verena Strauß und Katharina
Hochmeier. Neuer Spielstand. Für Bad Simmering. Weiter geht's auf Spielfeld 1 mit dem ersten Herren Einzel Christian Hartner gegen Philipp Drexler. So. Möchte mich mal für die leichten technischen Probleme hier entschuldigen. Mikrofon hat man natürlich im Stream die ganze Zeit gehört, hier in der Halle. Hat es leider nicht ganz so funktioniert. Jetzt wissen aber auch die Hallenbesucher über den neuen Spielstand Bescheid, der 3:0 für Bad Simmering lautet. Und damit gehen wir jetzt rein in den zweiten Satz des Dameneinzels. Karin Seebacher gegen Natalia Galova war ein richtig spannender erster Satz, den Karin Seebacher mit 22:20 gewonnen hat. Jetzt 4:3 Galova. Und bald geht es dann auch los mit dem ersten Herrn Einzel. Zwischen Christian Hartner und Philipp Drexler. Dazu gibt es auch noch einige sehr interessante Anekdoten. Bringt ein wenig Brisanz mit sich, das Spiel. Aber dazu später, wenn es dann wirklich soweit ist. Jetzt schauen wir wieder zum Dameneinzel. Mit Natalia Galova. Yes. Auch der fällt rein, 7:4. Drei Punkte Vorsprung für Natalia Galova.
Wiederholung des Punkts. Anders sind diese Bälle, die kurz nach Netz kommen, die sind immer sehr schwierig für die Gegner. Und je präziser der natürlich gespielt ist, der Drop, desto schwieriger ist es, ihn zu bekommen. Galova. Die erste Phase in diesem zweiten Satz im Dameneinzel. Sechs, vier Punkte Vorsprung für Galova. Aber jetzt ist das ganze Publikum da. Übrigens, Philipp Drexler führt schon mit 4:0. Jetzt 4:1 ist der erste Punkt für Christian Hartner. Natürlich schon das Publikum. So viel ist klar. Elf-8, Natalia Galova mit Gamepause. 3 Punkte Vorsprung und damit wird es jetzt Zeit, uns ein bisschen dem anderen Spiel zu widmen. 6-1 für Philipp Drexler. Und ich habe es erwähnt, das ist eine brisante Partie, weil Philipp Drexler auch aus der Steiermark kommt, auch immer in Graz gespielt hat. Gerade noch in Zeiten von Drop-In und 5:5. Ist dann schon eine Bilanz, die das Ganze sehr spannend erscheinen lässt. Also tatsächlich auch 10 Duelle, die beiden schon gegeneinander gespielt haben. Das gibt's gar nicht so oft. Das letzte Einzel, das ist allerdings schon 6 Jahre her. Das war ein A-Ranglistenturnier. Die heißen ja heutzutage Eliten-Ranglistenturniere. Damals in Wolfurt in Vorarlberg im Viertelfinale hat Philipp Drexler zu 14 und zu 15 gewonnen, aber wie gesagt, das ist 6 Jahre her, das kann man jetzt nicht mehr wirklich als Maßstab heranziehen. Für Galova. Das letzte Duell im Doppel übrigens dann Viertelfinale der Staatsmeisterschaften in diesem Jahr. Birka Drexler gegen Achleitner Simonsen Hartmann. Und Philipp Drexler erfolgreich zu 10 und zu 9. Karin Seebacher kämpft sich wieder ran, 11-13. Aber ist es ihm egal, ob er die leicht davon sieht? Schon ein paar Mal gehabt in diesem Satz. Das Phänomen, der ist
Beam out. Schiedsrichter sagt in. Game Pause 11:4 für Philipp Drexler. Da war jetzt wirklich mal 12:14. Dann 13:14. Nur ein Punkt. Und 15:13 Galova. Der Ball war noch drinnen. 13:16. Philipp Drexler führt schon mit 13:4 jetzt. Gegen Christian Hartmann. Kurzer Smalltalk, weil da eine neue Balldose aufgemacht wird. Auch das sieht man nicht so oft. Nächster Punkt für Natalia Galova. 17:14, jetzt plus 3. Nach wie vor drinnen in dieser Partie. Auch in diesem zweiten Satz vor allem. Fabian Seebach hat den ersten gewonnen. Satzball abgewehrt von Galova. Und auch das super defensive Arbeit. Und dann ist es der Fehler von Galova. Da wird das Publikum absolut mit. 16:17. Der Ball ist in und jetzt haben wir wieder genau diese entscheidende Phase, die wir haben. Gleichstand 17 beide. Ganz ähnlich wie im ersten Satz. So, da ist der Platz offen. 16:5, klare Führung für Philipp Drexler. Und der nächste Punkt für Karin Seebacher. 18:17, 4 in Folge. Von 14:17 auf 18:17. Nimmt sich jetzt auch die Zeit. Die Smashes von Philipp Drexler, das ist richtig gut. So, Punkteserie durchbrochen von Galova. 18 beide. War die Chance eigentlich da auf den Punkt? Na
1918. Jetzt ist es die ganz entscheidende Phase. Und Galova. Beide. Jetzt ist sie sich sehr gut vorbereitet. Natalia Galova, übrigens jetzt auch 13 Satzbälle für Philipp Drechsler, 20-7. Ball geht raus, es steht schon wieder 20 beide. Im Dameneinzel. So, der Service ins Netz, erster Satz vorbei und es gibt Matchball für Karin Seebacher. 21-20. Ist das genau der gleiche Spielverlauf wie im ersten Satz? Das ist die Frage. Matchball wird eingeklatscht vom Zürich vertretenen Publikum. Yeah! Noch nicht. 21 beide. Aber der Ball ist im Out. 22-21, zweiter Matchball Karin Seebacher. Boah, zwei so intensive. Sätze und der sitzt. 22-20, 23-21, ein Krimi, den Karin Seebacher in zwei Sätzen gegen Natalia Galova für sich entscheiden kann. Ja, Wahnsinns-Match. Das hat das Publikum hier auch richtig mitgenommen. Gibt den ersten Punkt für den Antisee 1-3. Das ist der Spielstand. Damit starten wir rein ins erste Herren-Einzel. Zweiter Satz. Philipp Drechsler gegen Christian Adner. Schauen wir Philipp Drechsler. Im zweiten Satz wieder so stark agiert wie im ersten. Ob der wieder die Lawine kommt. Christian Hartner, möchten wir schon fast sagen. Das ist wahnsinnig gutes Niveau, das Philipp Drechsler spielt. Ist auch etwas, das es in Österreich nicht so oft gibt. Und deshalb sind es natürlich berechtigte Aufstiegsambitionen, die Watzimmering haben darf. Dran, 2-3. Und das ist jetzt wichtig, auch das Publikum mitzunehmen. Das ist gerade sehr gut drauf nach diesem Krimi im Dameneinzel. Nach diesem Sieg von Karin Seebacher über Natalia Galova. Das Kurzwort steht noch an.
das zweite Dameneinzel. Das zweite Herreneinzel, warum? Dameneinzel gibt es nur eines. Zwischen Richard Schneeberger und Pascal Cheng. Dann das dritte Herreneinzel, das Bundesliga-Debüt von Thomas Wiesler. Gegen Wilson Watani Rappel. Und dann eben noch das Mixed. Nina Alma und Erik Seiwald gegen Katharina Hochmeier und Andreas Schneider. Das könnte auch eine ganz enge Kiste werden. Für Christian Adner. Philipp Drexler, der spielt. Die natürlich schon sensationell. Auch immer wenn die eigenen Situationen sind, die Smashes kommen. Okay. Hat man vielleicht gehört im Stream, Christian Hartmann behauptet, dass Philipp Drexler den Ball vorher zweimal gespielt hat. Wäre demnach natürlich ein Vergehen. Hat Schiedsrichter Harald Schneeberger nicht so gesehen. Ja, auch das eine kuriose Situation. Geht der Ball nicht übers Netzband und fällt ein bisschen nachher dann zurück auf den Kopf. Hat sicher von vorne im Stream. Sehr gut ausgesehen. Wären schöne Bilder. Ich sehe es hier von meiner Position von der Seite. Aber haben auch ein leichtes Lachen durchs Publikum gesehen. Das geht sie nicht mehr aus. Da kommen die Bälle links, rechts, überall hin. 10:4 für Philipp Drexler. Es ist frustrierend für Christian Hartner. Mitgehen Pause. Der ATC Graz schreibt an, neuer Spielstand nach dem Dameneinzel 1:3 aus Sicht des ATC Graz. Jetzt gibt es auf Spiel für 2 das zweite Herreneinzel, Richard Schneeberger gegen Pascal Cheng. Und liebe Zuseher, bitte bedienen Sie sich bei unserer Tombola. Ein Los 2 Euro, drei Lose 5 Euro. Bitte bedienen Sie sich. Thank you.
Pascal Cheng gegen Richard Schneeberger ist das zweite Herren-Einzel. Schauen wir mal auf die Bilanz. Die ist 0-2 aus der Sicht von Richard Schneeberger, hat also noch nie gegen Pascal Cheng gewonnen. Letztes Jahr in Simmering, also letztes Jahr, eigentlich dieses Jahr, letzte Saison, 25. Februar, 21-9, 18-21, 21-9 für Pascal Cheng. Da hat Richard Schneeberger einen Satz gewinnen können. Das war das letzte Duell. Philipp Drechsler führt mit 12-6 gegen Christian Hartner. Ah, und auch der Start von Pascal Cheng überragend. Große Nachwuchshoffnung. Ist jetzt auch in der Rangliste vorgerückt, vorbei an Wilson Watanirappel. Das muss man sich mal vorstellen, Wilson Watanirappel, der jetzt das dritte Herren-Einzel spielt, gegen Thomas Wiesler dann gleich. Der hat vor einem Jahr hier noch das erste Herren-Einzel gespielt, gegen Christian Hartner, auch im Februar noch. Hat Christian Hartner knapp in 3 Sätzen gewinnen können. Jetzt gegen Philipp Drechsler ist das Ganze natürlich eine Spur schwieriger. Mehr als eine Spur für Christian Hartner. In den Königstransfer von Bad Simmering. Machen und dann geht auch das Publikum mit. Das ist das Schöne hier. Stimmung wirklich gut. Das habe ich jetzt schon öfter erwähnt, aber das ist mir auch vorher gerade in der entscheidenden Phase des Dameneinzels in kleinen Sätzen sehr positiv aufgefallen und das haben wir auch jetzt. Wenn es schöne Punkte gibt. Philipp Drechsler marschiert unaufhaltbar Richtung vierten Punkt für Simmering. So, Pascal Cheng führt auch mit 10-4 und geht da jetzt schon in die Mittagspause. Nachts
dann fehlt nicht mehr so viel. Für Philipp Drexler, 2 Punkte sind es noch. Und jetzt gibt's die Satzbälle für Philipp Drexler. Die Matchbälle sind schon. So schnell geht es dann im ersten Herreneinzel. Und das war's. 21 zu 9, 21 zu 10. Der klare Sieg für Philipp Drexler im ersten Herreneinzel gegen Christian Hartner. Das ist ein unglaublicher Qualitätsgewinn, den Watzimmering hier erfahren hat. 4 zu 1. Philipp Drexler auch schon das Herren-Doppel vorher, die waren eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährdet. Aber gut, das ist jetzt nicht das, über was wir uns stark wundern. Ich habe es erwähnt, die haben Bundesliga-Absteiger WBH Wien vor 2 Wochen geschlagen mit 6 zu 2. Jetzt hier der Sieg für Philipp Drexler. Für Richard Schneeberger, der da jetzt dran ist. Und dann dauert es auch nicht mehr lang zum Bundesliga-Debüt von Thomas Wister gegen Wilson Watani Rappel. Das wird natürlich eine sehr spannende Angelegenheit. Und das ist auch ein harter Brocken für Thomas Wiesler in seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Thank you.
14-15. Richard Schneeberger ist dran. Hat sich da super rangekämpft jetzt. An Pascal Cheng. Jetzt mal die Punkteserie durchbrochen. 16-14 Cheng. Sind die paar Punkte jetzt, die er sich wieder herausarbeiten kann. Pascal Cheng. Punkt Pascal Cheng. Punkteserie jetzt gestartet, wie es einmal gefährlich wurde. So. Und los geht's auch im dritten Herreneinzel. Wilson Watani Rappel gegen Thomas Wiesler. Da blicken Sie alle gespannt drauf. Die Zuschauer hier. Immer was ganz Besonderes. So ein Bundesliga-Debüt. Die ersten drei Punkte gehen mal an. Wilson Watani Rappel. Hat sich dann doch noch verändert. Gibt jetzt doch. Die Satzbälle. So, das ist der erste Punkt für Thomas Wiesler. Da gibt es auch Applaus. Diskussionen jetzt. Am zweiten Court. Wiederholung. Bei 15-19. Jetzt gibt es die Satzbälle für Pascal Cheng. So, da ist der Punkt, der Jubel. Der erste Satz aber vorbei. Am zweiten Spielfeld Pascal Cheng mit 21-15 siegreich.
das ein sehr spannender Ballwechsel. Geht an Wilson Watney Rappel 9:2. Ja, das ist das Debüt natürlich. Darf man sich da jetzt nicht zu viel erwarten, genau, gerade wenn so ein starker Spieler wie Wilson Watney Rappel auf der anderen Seite steht, wo auch schon wirklich spannende Duelle mit Christian Hartner, der immerhin auf 1 gesetzt ist in der Setzliste, zu Buche gestanden sind. Aber das ist teilweise schon richtig stark. Was Thomas Wiesler zeigt. So, weiter geht's auf Court 2. Der erste Satz mit einem Sieg für Pascal Cheng zu Ende gegangen ist. Aber bei den Herren, da ist Watzimmering einfach, und das sage ich natürlich sehr oft heute, aber es entspricht halt auch einfach der Wahrheit, dass der Watzimmering wirklich sensationell aufgestellt ist, wahrscheinlich mit am besten in der zweiten Bundesliga. Zwei für Pascal Cheng. Ah, der Ball war noch drinnen. 14:3. Wilson Watney Rappel. Schöner Punkt von Richard Schneeberger. Auch der war noch drinnen. Wilson Watney Rappel macht das auch sehr routiniert, wollte ich gerade sagen. Dann bleibt hier der Ball hängen im Netz. Und Wilson Watney Rappel macht das eben auch, wo ich vorhin ansetzen wollte, sehr routiniert hier gegen den jungen Debütanten. Ja.
So. Pascal Cheng. Ersten Satz hat er gleich mal zu Beginn sehr klar geführt. Jetzt sind sie ein paar Punkte. Der Punkt von Thomas Wiesler zum 4:19. Publikum quittiert das mit Beifall, was sehr schön ist. Und an solchen Punkten, da kann man sich dann noch raufziehen, natürlich. Gerade bei so einer dichten Atmosphäre wie hier mit Menschen. Das ist natürlich extrem wichtig, gerade bei einem Bundesliga-Debüt, dass das Publikum da voll da ist. Jetzt gibt es die Satzbälle für Wilson Wacker Mirapel. Die Möglichkeiten, den ersten Satz zu gewinnen. Er ist geschafft, 21:5. Der erste Satz also für Wilson Wattner Nirappel. Und auf Court 2 sind wir jetzt in der Zehnerpause, Elferpause natürlich, mit 11:6 für Pascal Cheng. So. Wir sind drinnen in der Entscheidungsphase des zweiten Satzes. Thomas Wiesler mit dem ersten Punkt im zweiten Satz. Deshalb Applaus vom Publikum. So, vor mir wärmt sich Andreas Schneider gerade auf fürs Mixed, das da noch stattfindet. Wird eine sehr interessante Begegnung. Schneider Hochmeier gegen Seibold Alma. Nach der Spielstand.
Pascal Cheng hat nicht mehr so viel bis zum Gewinn. Macht das jetzt auch sehr entschlossen. 18-8. Damit gibt es die Matchbälle für Pascal Cheng. Sind auch die Bälle zum Sieg für Simmering. Wäre der fünfte Punkt dann. Für Bad Simmering, da ist er. 21-15, 21-9, der Sieg von Pascal Cheng über Richard Schneeberger. Und damit steht es jetzt 5-1 für Simmering. Vier für Wilson Watani Rappel, das Mixed ist schon beim Aufwärmen. Simonina Alma, Erik Seiwald. Punkt für Thomas Wiesler. Auch das ist schön. Man sieht schon, kommt deutlich besser zurecht mit der Situation hier in diesem zweiten Satz. Für Wilson Watani Rappel. Er ist draußen. Das ist das F6 und damit geht es auch hier in die Midgame-Pause. Neuer Spielstand nach dem zweiten Herreneinzel 5-1 für die Gäste, für Watt Simmering. Die letzte Partie jetzt auf dem zweiten Court, das Mixed. Erik Seiwald und Nina Alma gegen Katharina Hochmeier und Andreas Schneider. Und liebe Zuseher, bitte, die Tombola steht noch bereit. Kaufen Sie sich noch Lose. Es gibt sehr coole Preise zu gewinnen. Also noch zuschlagen beim letzten Spiel, beim Mixed. Und damit geht's weiter. Mit diesem dritten Herreneinzel Thomas Wissler gegen
Wilson war in die Rappel, Thomas Wiesler in seinem Bundesliga-Debüt, 7:11 ist dran an seinem Gegner. So, wird dann auch nicht mehr allzu lange dauern, bis das Mixed beginnt. Jetzt schauen wir uns mal das Ende des dritten Herleinses an. Thomas Wiesler gegen Wilson Watzony Rappel. Der das wieder gut macht. 15:7. Für Watzony Rappel, die Nummer 3 der Setzliste bei Simmering. Im Hinter. Drexler und Cheng, also die wirklich die volle Montur, mit der Watzimmering heute da ist. Da ist im Out. 8:16. Ein Punkt für Thomas Wiesler. In Alma-Erik Seiwald in den klassischen roten Dressen, möchte ich fast schon sagen heute. Geht es also rein in dieses Duell gegen Katharina Hochmeier und Andreas Schneider. Das Mixed von Simmering war gleich letztes Jahr übrigens, aber da hat dann Karin Seebacher mit Jürgen Macher gespielt und zu 10 und zu 15 verloren. Jetzt gibt es die Matchbälle für Wilson Watzony Rappel, 21:8. Und das war's, das Bundesliga-Debüt von Thomas Wiesler, 21:5, 21:8. Am Ende ist es ein klarer Sieg für Wilson Watzony Rappel und am Ende ist es das 6:1. Aber jetzt gibt es hier noch das Mixed und da entscheidet sich jetzt ein Punkt für den ATSE und 3 für Simmering oder 4 für Simmering und keiner für den ATSE. Neuer Spielstand nach dem dritten Herren-Einzel 6:1 für die Gäste aus Wien. Guter Start von Nina Alma-Erik Seiwald. Das ist natürlich eine Paarung, die des Öfteren mal zusammenspielt und so eben auch am heutigen Samstag. Team 3.
Andrea Schneider und Katharina Hochmeier, auch eine Paarung, die immer wieder mal zusammenmixt spielt. Also die beiden kennen sich sowohl auf Seiten der Grazer als auch auf Seiten von Watt Simmering. Sind beide Ausgleich. Punkteserie von Andreas Schneider und Katharina Hochmeier. Das Mixed hat jetzt die volle Aufmerksamkeit, auch vom Publikum, weil das zweite Spielfeld bereits leer ist. Da haben schon 4 Spiele stattgefunden. Geht heute alles ein bisschen schneller, weil es bisher noch keine 3 Satzpartie gegeben hat. Alles in 2 Sätzen durchgegangen. Der ist im Out. 9-7. Alma Seywald. Er ist draußen. Und jetzt erstmal ist die Führung für Hochmeier Schneider. Und 11-9, es geht in die Mid-Game-Pause. Für Katharina Hochmeier und Andreas Schneider, die jetzt dann nach anfänglichen Schwierigkeiten eine gute Serie gestartet haben. Hier führen mit 15-9. Oh,
ist jetzt dann doch relativ schnell gegangen. Die Führung für Katharina Hochmeier und Andreas Schneider relativ groß. So, 19-11. Es sind noch 2 Punkte zum Satzgewinn für Katharina Hochmeier und Andreas Schneider. Aber ist im Out und damit gibt es die 9 Satzbälle für Schneider Hochmeier, die sich dann doch in der zweiten Hälfte dieses ersten Satzes nach vorne gekämpft haben. Sich den Vorsprung herausgearbeitet haben, das war's. Und damit geht's hier in die Satzpause. So, also Satzpause hier und ich freue mich, dass die Siegerin des Dameneinzels bei mir ist, Karin Seebacher. Wie war es heute zu spielen vor dieser großartigen Kulisse gerade zu Ende der Sätze? Also es war auf jeden Fall ein sehr anstrengendes Spiel und die Stimmung in der Halle war heute wirklich super. Also es gab eine große Unterstützung von den Zuschauern und das hat natürlich motiviert. Man hat auch gemerkt, wie gerade gegen Ende der Sätze, gerade in den entscheidenden Phasen, wo auch die Gegnerin, also Natalia Galova, jeweils 2 Satzbälle hatte in den Sätzen, in den beiden Sätzen, wie da das Publikum immer mitgegangen ist. Wie viel Kraft, wie viel Push hat dir das noch gegeben? Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr knapp. In beiden Sätzen hat meine Gegnerin 20-19 geführt. Und da hat mir das Publikum auf jeden Fall viel geholfen. Es war natürlich ein bisschen Glück dabei und im Endeffekt ist ja Gott sei Dank gut ausgegangen. Was glaubst du, ist jetzt noch möglich in diesem Mix? Der erste Satz dann doch relativ deutlich verloren. Haben Nina und Erik jetzt noch eine Möglichkeit hier zu drehen? Also in der ersten Hälfte vom ersten Satz waren sie sehr gut dabei und ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt noch viele Punkte machen und vielleicht sogar auch einen Satz gewinnen. Okay, danke schön, Karin. Viel Glück für die weitere Saison. Gratulation nochmal zum heutigen Sieg. Und wir konzentrieren uns jetzt wieder auf den zweiten Satz hier im Mix zwischen Andreas Schneider und Katharina Hochmeier gegen Nina Almer und Erik Seiwald. Also, dann schauen wir es uns an, ob es jetzt noch die Möglichkeit gibt, dass der ATC Graz hier vielleicht noch einen Punkt mitnimmt. Nina Almer und Erik Seiwald. Karin Seebacher hat sie auch gerade gesagt, sie waren gut dabei in der ersten Hälfte des ersten Satzes. Das war das, was ich auch von dieser Position eben gesehen habe, dass da alles möglich ist für Nina Almer und Erik Seiwald. Auch der Service, das ist in. Vier drei für Almer Seiwald, die übrigens auch in dieser Konstellation gewonnen haben beim Auswärtsspiel letzte Saison gegen
Simmering, da hat allerdings Katharina Hochmann gefehlt. Dann war die Doppelpaarung Amelie Kober, Andreas Schneider. Da haben Nina Almer und Erik Seibold mit 21-7, 21-14 gewonnen. Sechs für die Führung für Erik Seiwald, Nina Almer. Und der nächste Punkt für die beiden. Da haben sich Katharina Hochmeier und Andreas Schneider wieder nach vorn gekämpft. Applaus 9-7. Der Vorsprung für die Simmeringer, die natürlich hier die 4 Punkte sehr gerne mitnehmen würden. Denn an diesem Spiel am Mix hängt's. Wie viele Punkte welches Team bekommt, wenn Simmering gewinnt, dann bleibt der ATC heute punktelos. Wenn der ATC gewinnt, dann gibt's für Bad Simmering nur 3 oder 4 Punkte. Ausgleich, Nina Almer, 9 beide. Da ist das 10-9 für Nina Almer, Erik Seiwald. Also wieder die Führung für den ATC. Das Ganze geht heute dann eigentlich relativ schnell, weil bisher alles nur 2-Satz-Matches waren. Und damit gehen wir jetzt in die Mid-Game-Pause. 11-10.
Weiter geht's. 11:10. Die Führung für Nina Almer und Erik Seiwald. Auf den Körper von Katharina Hochmeier. Dann die Entschuldigung. Da haben wir sowas gehört natürlich dazu zum Badminton-Sport. Das ist klar. Ah, das ist zu kurz. Das ist zu kurz. Wieder ist es die leichte Führung für Nina Almer, Erik Seiwald, die jetzt gut dabei sind. In Satz Nummer 2. Auch der fliegt rein und das haben wir schön gesehen jetzt. Karin Seebacher, Christian Adler, die dahinter sitzen, direkt auch gleich mit den Anfeuerungsrufen. Aber Katharina Hochmeier, und das wissen wir, die ist im Mixed. Nicht nur in der Bundesliga eine der besten, sondern vor allem auch in Österreich. Und auch weltweit sehr erfolgreich. Und ist unter anderem auch bei den Austrian Open kommentieren dürfen, gemeinsam mit Philipp Birker im Mixed gegen zwei Ungarn ist es da gegangen. War dieses Spiel, das dann auch live im ORF übertragen wurde. Und da gehört sie schon zu Österreichs Aushängeschild. Zu einem von Österreichs Aushängeschildern, was den Badminton-Sport betrifft. Mit ihren Erfolgen eben vor allem im Mixed und im Doppel auch mit Serena Ojong. Und auch daran kann man eben wieder sehen, wie gut der Kader bestückt ist von Watzimmering. Jetzt schaut es aber vielleicht sogar gut aus mit diesem zweiten Satz, mit dem Gewinn dieses zweiten Satzes für Nina Almer, Erik Seiwald. 18:15 plus 3, ohne da jetzt voreilige Schlüsse zu ziehen. Der fällt noch rein. 19:16. Ja, ist das, was Karin Seebacher im Interview angesprochen hat vorhin. Die beiden, Nina Almer und Erik Seiwald, die sind auch im ersten Satz, vor allem am Anfang dabei gewesen. Die haben die Möglichkeiten hier. Und das ist nicht das 2016, der Ball ist in Out. Und damit bleibt es bei 2 Punkten Vorsprung. Jetzt aber 3 Satzbälle für Nina Almer, Erik Seiwald. Für das Mixed und dann könnten wir hier tatsächlich noch in einen entscheidenden dritten Satz gehen. Thank you.
Erster Satzball abgewehrt von Hochmeier Schneider. Zweiter Satzball abgewehrt. Und dritter Satzball. Abgewehrt. 20 beide. Drei Satzbälle. Gegen sich und den vierten gibt es so gleich oder doch nicht. Doch, 21-20, Alma Seiwald für Erik Seiwald in Alma. Ein Klatschen des Publikums ist wieder da, 21-20. Vierte Chance, diesen Satz zu gewinnen. Hohes Service, Erik Seiwald. Und das Smash ins Netz von Andreas Schneider, 21-22. Es geht erstmals am heutigen Tag in einen dritten Entscheidungssatz. Den gibt's gleich. Dritter Satz, Entscheidungssatz, letzter Satz des heutigen Tages und die Entscheidung, ob es einen klaren Sieg oder einen knappen Sieg gibt sozusagen. Punktemäßig ein Unterschied zwischen 7-1 und 6-2. haben Katharina Hochmeier und Andreas Schneider den ersten Satz gewonnen. 22-20 Nina Almer und Erik Seiwald den zweiten Satz. Und dann schauen wir, wie dieser dritte Satz losgeht. Mit einem Punkt für Katharina Hochmeier und Andreas Schneider. Aber gibt auch ein paar Besucher, die bis jetzt ausgeharrt haben, ja. Doch relativ lange. Es ist jetzt schon
dass hier nur ein Feld bespielt wird. Das passiert dann, und das ist ja spannend, immer wieder mal, dass das Mixed am Ende die volle Aufmerksamkeit alleine hat. Und das ist etwas, das musst du natürlich als Spieler auch mögen. Hier alleine das Mixed zu spielen. Wenn es dann auch noch in einen dritten Satz geht. Das ist natürlich eine ganz spezielle Situation. Und dann heißt es wirklich um jeden Punkt fighten. Es geht hier um alles. Es geht hier um nicht weniger als das Ergebnis, das nicht unrelevant ist. Nicht irrelevant ist. Hätte ich somit auch die deutsche Sprache im Griff. Wer hier jetzt einen Gegner im Griff hat, ist am Anfang dieses dritten Satzes schwierig zu sagen. Katharina Hochmeier und Andrea Schneider führen einmal mit 4:2. Im dritten Durchgang. Der Start, der ist gut von Katharina Hochmeier und Andreas Schneider. Da gibt es auch wieder mal die Anfeuerung aus dem Publikum, da gibt es auch wieder mal die Freude drüber. 6-4. Nina Almer und Erik Seiwald am Weg zurück in diesen Satz. Ist schwierig zu sagen, aber zumindest die Lücke wieder etwas zu schließen, die entstanden ist. Jetzt ist ein dritter Satz. Da bringen die Statistiken nichts mehr. Denn da weiß man jetzt, beide können einen Satz gewinnen gegen den jeweils anderen, weil das haben sie schon gezeigt. Und das ist ja auch das Spannende an den dritten Sätzen. 8:5 jetzt der Vorsprung für Hochmeier-Schneider. Jubel von Andreas Schneider, Schiedsrichter Georg Grompers, versucht den Fokus zu halten. Was gibt's? Wiederholung. Wiederholung. Bleibt in 5:8. Da ist natürlich die Beeinflussung des Schiedsrichters immer was, was man ein bisschen vielleicht auch unterbewusst versucht. Durch laute Schreie. Da muss man das nicht, denn das war ein klarer Punkt von Erik Seiwald. Sechs, acht. Und jetzt sind sie wieder voll dran, Nina Almer, Erik Seiwald. 7:8. Okay.
Wieder die Variante mit dem hohen Service von Erik Seiberg, das haben wir schon vorher gesehen. Aber für Simmering. Für dies natürlich in der Tabelle so oder so. Unabhängig des Ausgangs dieser Partie wirklich sehr gut aussieht mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen gegen Gegner, die wahrscheinlich als eher stärker einzustufen sind jetzt, ohne den anderen zu nahe zu treten, aber das Kärnten und VRC ein bisschen die Fragezeichen sind. VRC ist natürlich schon etabliert, aber in den letzten Jahren immer wieder ein paar Probleme gehabt. Ja, das wird sich weisen. Jetzt geht's gleich weiter mit Gamepause 11:8. Mit 3 Punkten Vorsprung geht's in diese letzten Punkte. So, jetzt sind wir wieder voll da. Auch technisch im Bilde. Muss mich auch für dieses Hoppala kurz entschuldigen. Es geht in die Entscheidung. 13:8, 5 Punkte Vorsprung für Hofmeier Schneider. Und das ist schon jetzt ein Vorsprung. Der nicht mehr so leicht aufzuholen ist. Für Alma Seiwald. Katharina Hochmeier und Andreas Schneider. Die Punkteserie geht weiter, 15:8. Ja, für die Grazer wäre es jetzt ganz wichtig zu punkten. Aber das passiert nicht. 16:8, 8 Punkte schon der Vorsprung. Das war jetzt sehr stark von Katharina Hofmeier. Der Spielstand ist
dauert dann nicht mehr so lange jetzt diese Partie. Leider aus der Sicht des ATSE, denn es gibt Matchbälle für Andreas Schneider und Katharina Hochmeier. Die Chancen auf das 7:1. Erster vergeben. Nochmal ein Aufbäumen der Grazer. Und das ist natürlich schade aus Sicht von Minalma und Erik Seiwald. Gerade weil dieser zweite Satz dann so gut geklappt hat. Den haben sie noch gewonnen. Aber vorbei ist es, wenn es vorbei ist. Und das ist es eben noch nicht. 20:11. Aber das war's jetzt. Andreas Schneider und Katharina Hochmeier gewinnen das Mixed mit 21:11, 20:22, 21:11. Das einzige Dreisatzmatch des heutigen Tages. Es geht an Wad Simmering und damit ja, der Endstand 7:1. Es gibt heute keinen Punkt für den ATSE. Diese wahnsinnige Klasse von Wad Simmering hat sich dann doch durchgesetzt, vor allem bei den Herren. Es ist ein klarer Sieg geworden, 7:1, damit 4 Punkte in der Tabelle für Simmering. Leider keiner für den ATSE, muss man so sagen, aus Sicht der Grazer. Das war's also für heute aus dem Attention. 7:1 nochmal der Einstand für die Gäste aus Wien. Bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal.